Wie ist es denn jetzt mit dem Ton? Da hat doch jemand hier am Ton rumgespielt. So, Annika, falls du mich hören kannst, kannst du mir noch mal kurz eine WhatsApp schreiben? Oh, da kommt sie, die Annika. Ja, aber sehr schlecht. Na gut, Moment, ich ziehe noch ein bisschen auf. So. Mehr geht nicht. Annika, was sagst du? Hier, wenn der Mann hier nicht der Technikman sein kann, dann brauche ich Annika Remote zu Hause. Also, mehr Ton geht nicht. Kriselig. Ja, schön. Wie schlechter Empfang. Ja, großartig. Ja, woran das wieder liegt, vielleicht sehr empfindlich. Weiß ich auch nicht. Aber, also ich hoffe, mich irritiert ein bisschen, dass keiner mehr im Live-Chat was schreibt von euch. Ich hoffe, der ist nicht auch jetzt irgendwie ausgefallen. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Live-Chat. So. Ah, jetzt hier. Jetzt kann ich hier alles sehen, auch live. Ah, es ist sehr lästig, dieses Knistern. Ja, ihr Lieben, das ist natürlich jetzt nicht so schön, ne? Moment, ich guck mal hier, was ich noch hier ändern kann. Ich fürchte nicht mehr so viel alleine. Aber ich teste und wir gucken, ob wir das noch optimieren können. Jetzt kann ich euch zumindest sehen. Wir schreiben die Weltmeister, jetzt sehe ich euch auch. Es ist wie gesagt noch immer noch, aber eigentlich ein sehr neues Format für mich. Deswegen habt bitte ein bisschen Verständnis, aber ich verspreche euch, es lohnt sich. Okay, das macht keinen Sinn, denn wir haben ja einfach, wenn es nochmal funktioniert, eine geilere Qualität. Ja, Neustarten bringt da leider auch nicht viel. Ich muss hier noch rausfinden. Moment, Moment, Moment. Wir kriegen das schon noch hin. Was ist hier eingestellt? Ja, erzählt mir doch schon mal was vielleicht über euch. Wer von euch hat denn schon vielleicht die Fall Edition? Das könnt ihr ja schon mal vielleicht mir in den Live-Chat schreiben. Nee, ich habe nicht das Mikrofon da drüben in der Kamera. Nee, 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 nee. Eigentlich habe ich das ah, Audio. So, hier. So. Jetzt gucken wir nochmal. Also. Ich drücke hier mal so ein bisschen rum. Ah, da hat jemand Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, liebe Chantal. Ist doch schön, dann lernen wir uns auch ein bisschen kennen. Schön. So, ich habe jetzt hier auf jeden Fall was umgestellt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Ob das was verändert hat. Unverändert. Ja, wunderbar. Unverändert. Ja, schön. So, das kann ich noch klicken. Wenigstens feiern wir alle schon mal schon Kalle in diesem Livestream. Das ist doch super. Letztes Mal hat das doch auch so funktioniert. Okay. Hat also nichts gebracht. Was sagt er hier? Okay. Wie wär's denn mit hier? Nächster Versuch. Ich habe verschiedene Audioquellen. Jetzt gucken wir mal, ob diese Audioquelle hier funktioniert, nämlich die Kamera da oben. Ach, Prost. Ist leider nur Wasser. Wäre vielleicht besser ein Glas oder Schnaps. Ah, ja, ich sehe ganz viele Ja's von euch. Das ist ja herrlich. Okay. Mädels, wir haben es geschafft. Ganz ohne Technik mehr. Ich bin ein bisschen stolz auf mich.
Halleluja. Cheers auf euch. Cheers auf Annika, dass sie mir hier in WhatsApp gerade geschrieben hat, dass ich keinen Ton habe. Weil ich glaube, sonst hätte ich einfach durchgemacht. Ah, ihr seid geil. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber immerhin sind wir jetzt schon 314 Leute und ich bin durchgeschwitzt und fertig mit den Nerven. Aber jetzt können wir starten, oder? Würde ich sagen, Ton ist sehr gut. Sehr gut. Wunderbar. Also wir merken uns, die Kamera da oben, die kann Ton. Darf man nur nicht mehr verändern. Also ich auf jeden Fall nochmal von vorne. Viel habe ich zum Glück noch nicht gesagt, aber ganz wichtig, genau, selbst ist die Frau ganz wichtig sowieso. Es lohnt sich, dass wir hier wirklich die ja schon jahrelange gängigen Livestreams von Instagram hier auf YouTube portieren und ich so nach und nach mehr Leute hoffentlich von Instagram auch nach YouTube schaufle. Jetzt ist die Kamera unscharf. Schön. Die Lichtverhältnisse sind zu Hause auch nicht so wunderbar bei mir, aber es ist gut, weil dann sieht man gar nicht, wie verschwitzt ich bin. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn ich sage es nochmal für euch, ihr seid hier im Querformat. Ich habe verschiedene Möglichkeiten der Kameraeinblendungen. Ihr könnt den Livestream auch via Airplay auf einem großen Bildschirm übertragen, auf eurem Fernseher zu Hause oder auf einem großen Monitor das Ganze anschauen. Ihr habt eine viel bessere Qualität, wenn es denn die Endgeräte zulassen und die generelle Beleuchtung und das Setup. Es ist hier zu Hause, gebe ich zu, auch nicht optimal, aber es werden die nächsten Livestreams auch im Studio stattfinden. Da ist dann wirklich ein optimales Lichtverhältnis auch. Und ja, ich nähere mich dem Ganzen an, deswegen seid noch ein bisschen gnädig mit mir, aber ich hoffe, dass ihr auch die Vorteile erkennt und auch bei den zukünftigen Livestreams mit dabei seid. Und es wird ja immer besser. Jetzt weiß ich ja auch schon mal, welches Mikrofon ich auswählen muss. Beim nächsten Livestream, der schon übermorgen stattfindet, Freitagabend. Und nochmal die Info, wenn ihr kommentieren wollt in dem Live-Chat bei YouTube, dann legt euch einen YouTube-Account an. Das kostet nichts, das geht ganz schnell. Dann könnt ihr hier unten auch der Chantal zum Beispiel zum Geburtstag gratulieren. Das finde ich ganz nett. Oder vor allem Fragen stellen, die ich bin nämlich heute ganz alleine. Ihr habt es gemerkt, ohne Technikman, ohne Elvine, diesem Urlaub. Technikman bringt gerade das Kind ins Bett. Also Mutti muss heute alleine alles managen hier. Wenn ich Fragen von euch deswegen vielleicht überlese, dann werde ich sie auf jeden Fall im Anschluss auf der Couch noch beantworten. Und ja, damit sie nicht verloren gehen, schreibt sie in den Live-Chat. Aber das geht eben nur, wenn ihr einen YouTube-Account besitzt. Hier sehe ich übrigens eure Kommentare und Fragen, deswegen schiele ich immer so nach da. Also Chantal, wir feiern nicht auf jeden Fall. Schon hat sich schon gelohnt, dass ich hier meine Technik nicht beherrscht habe, weil jetzt feiern wir halt alle Chantal. Sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass ihr da seid. Solltet ihr irgendwann im Laufe des Abends den Stream verlassen müssen oder vielleicht ja, unterbrechen müssen, keine Sorge, der Stream wird wie immer dauerhaft auf YouTube unter derselben URL gespeichert, die ihr gerade aufgerufen habt, um live zuzuschauen. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch, wenn es euch heute vielleicht ein bisschen zu schnell geht, an der einen oder anderen Stelle einfach nochmal angucken, pausieren, in der Woche nochmal anschauen und solange der Herbst uns begleitet, die Motive, die wir heute gemeinsam malen, nochmal nachmalen. Freut mich sehr, dass der Ton jetzt gut ist. Und tausend Dank nochmal an die liebe Brushkatze. So, jetzt aber mal der Reihe nach, bevor wir gleich ans Eingemachte gehen und die Ärmel hochkrempeln. Das habe ich schon gemacht und schwitzen tue ich auch schon. Bevor wir gemeinsam herbstliche Motive mit der zweiten Seasons Collection malen und gestalten werden. Ja, was ist die Seasons Collection? Nochmal ganz kurz Information. Die Seasons Collection, es gab ja schon den ersten Livestream, da habe ich die allererste Seasons Collection, die Tropical Summer Edition hier vorgestellt. Und mit euch gemeinsam, ich weiß gar nicht mehr, Ananas gemalt, Cocktails gemalt, viele, viele sommerliche, kleine, leckere Früchtchen gemalt damit. Und genau, im Sommer, mit dem Sommer, hat die Seasons Collection, also die Jahreszeitenkollektion von mir in Kooperation mit Schwinke begonnen. Jetzt haben wir die zweite Box rausgebracht, vor 2 Wochen, genau 15. September. Die Herbst Edition, die Natural Fall Edition, dann wird es noch eine Winter-Weihnachts-Edition geben. Ganz wichtig, es wird auch eine Winter-Edition sein, also nicht nur eine Christmas-Edition. Ihr könnt damit auch wunderbar Wintermotive malen. Und wir beenden das Ganze dann im Frühjahr, wenn auch mein anderes Baby auf der Welt ist, danach mit der, ich weiß gar nicht, Spring. Ich will noch nicht verraten, wie sie heißt, mit der Spring-Edition.
Das Konzept, ich meine, es ist, glaube ich, ganz klar, es ist eine Seasons Collection. Das heißt, meine Idee, meine Duschidee, die unter der Dusche entstanden ist, ist einfach, dass man hier wirklich für jede Jahreszeit die passenden Farben für die jeweiligen klassischen jahreszeitlichen Motive an der Hand hat und vor allen Dingen nicht mischen muss. Denn was ich in all meinen Workshops so mitbekommen habe, ist das Mischen einfach das Schwierigste. Mir persönlich macht Farbenmischen wahnsinnig viel Spaß, aber gerade für Anfänger ist es eine unheimliche Hürde, um überhaupt in das Thema Aquarellmalerei einzusteigen. Und deswegen dachte ich mir, wie schade es ist, dass das vielleicht einige davon abhält, überhaupt anzufangen. Und deswegen haben wir diese Boxen entwickelt, sodass ihr wirklich auch ohne jegliches Mischen die Motive, die wir heute gemeinsam malen, malen könnt. Das ist die Idee des Ganzen. Nun ja, heute haben wir die Natural Fall Edition hier zusammen vor uns liegen, die wir benutzen. Es ist die Herbstedition und die Idee hinter der Herbstedition, deswegen sind auch die Farben so darin extra ausgewählt, spiegle so ein bisschen, ist tatsächlich natürliche, erdige, warme Töne zu benutzen. Das, was eben der Herbst ist. Der Herbst ist warm, gemütlich, kuschelig, hügelig. Wir sind oft zu Hause, wir kuscheln uns in dicke Schals und Pullover ein. Wir trinken die ersten Pumpkin-Spice-Lattes und essen Kürbiskisch, so wie ich heute. Und genau diese ganzen Farben habe ich versucht, in der Natural Fall Edition festzuhalten, sodass man wirklich garantiert jedes Motiv, das euch begegnet, damit malen kann. Übrigens natürlich auch alle Halloween-Motive. Daran habe ich natürlich auch gedacht, auch wenn ich kein Halloween-Fan bin. Aber ihr könnt alle Halloween-Motive auch damit malen. Beim Namen gab es tatsächlich sogar mehrere Runden, die wir gedreht haben, bevor wir auf die Natural Fall Edition kamen. Wir hatten erst überlegt, die Forest Fall Edition zu nennen, also sehr ja, waldbezogen. Oder die Wooden Fall Collection, also die hölzerne, holzige Herbstkollektion. Oder die Cozy Fall Collection, was gut ist, dass wir es nicht gemacht haben, weil wir jetzt das Cozy Times Tombow Blended Lettering Set haben. Und letzten Endes ist dann irgendjemand die Idee eingefallen, wir nennen es einfach Natural. Natural Fall Edition, weil es wirklich natürliche Töne sind, die ihr daran finden könnt. So viel also zu der Namensfindung, die war da wirklich sehr lustig. Ja, und die Farben, die schauen wir uns gleich im Einzelnen an, sind natürlich typisch herbstlich. Ich habe auch einiges hier noch an Dekokram hier noch so mitgebracht und drumherum liegen. Es handelt sich natürlich um rötliche, gelbe, ockerfarben, aber auch verschiedenste Grüntöne. Natürlich dürfen auch Farben für Kürbisse nicht fehlen, aber natürlich auch sowas wie hier so ein Maiskolben, der passend zu meinem Kleid ist übrigens. Und natürlich alle Farben von Herbstlaub. Da habe ich jetzt heute keins mitgebracht, weil es war noch ein bisschen nass in München. Aber ich glaube, ihr kennt alle Herbstlaub und wisst alle, wie Herbstlaub ausschaut. Also jegliches Blatt, das euch am Boden begegnet in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten, könnt ihr mit dieser kleinen Box malen. So, Werbung Ende. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ans Eingemachte. Ich würde auch gerne wissen, wann die Academy startet. Oh, eine spannende Frage. Auf jeden Fall nächste Woche. Aber ich werde noch nicht verraten und will noch nicht verraten, an welchem Tag, weil es kommt darauf an, wie viel Feedback die Beta-Tester uns schicken. Die Kamera mag mich heute auch nicht so. Es wird immer besser. So, was kann ich noch erzählen, bevor ich wieder scharf bin? So. Genau, wo ist die erhältlich? Natürlich bei uns. Und bei uns bekommt ihr auch, mal gucken, ob da einer mit drin ist, nur bei uns bekommt ihr zu jeder Seasons Collection einen passenden, da klappt da auch drin, ja, einen passenden Sticker mit dazu. Den gibt es wirklich nur, weil ihr die Seasons Collections bei uns im Shop bestellt. Die haben wir für jede einzelne Kollektion Edition aufbereitet, die Sticker. Aber natürlich könnt ihr die Boxen auch bei unseren anderen Partnern finden, nämlich bei ID Kreativ, sowohl online als auch stationär in ein paar Filialen. Aber auch bei Airbrush City und bei Kunstpark. Da findet ihr also die Natural Fall Edition auch noch. So, wie ihr die Farben auspackt und befestigt in den Schienen. So machen es die ganzen YouTube-Blogger auch immer, oder? Die nehmen einfach einen Pinsel und machen so. So. Wie ihr die Näpfchen in den Schienen befestigt, zeige ich euch und habe ich euch im allerersten Livestream gezeigt. Deswegen möchte ich da heute gar nicht
Näher darauf eingehen, zumal wir eh schon so viel Zeit mit der Technik hier heute verbringen. Deswegen würde ich sagen, wir starten gleich einfach direkt durch und schauen uns mal die Farben an. Übrigens habe ich euch im ersten Livestream bei der Tropical Summer Edition auch erklärt, wie ihr die Farben wieder aus diesen Schienen rausnehmen könnt, wie ihr das Ganze aber auch, wenn ihr es denn wollt, was ich aber nicht empfehle, sauber machen könnt. Also ich mache meine Boxen nie, 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 nie sauber, weil ja alles Pigmente sind, die wieder angelöst und weiterverwendet werden können. Das hatte ich euch alles im ersten Livestream gezeigt. Ich hatte euch auch gesagt, dass ihr alle Näpfchen natürlich einzeln nachkaufen könnt, falls sie dann irgendwann leer gehen. Und ich hatte euch auch gesagt, wie ihr Farben und vor allem farbiges Wasser, wenn es denn dann irgendwann farbig ist, wieder entsorgen könnt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber da würde ich sagen, schaut euch einfach nochmal den Livestream von der Tropical Summer Edition an. Da könnt ihr alles nochmal ganz in Ruhe anschauen und die ganzen Informationen erhalten. So, ich guck mal, was mein Storyboard sagt. Gut, wir widmen uns den Farben. Und wie immer empfehle ich euch für jede Seasons Collection und jeden Aquarellkasten, den ihr habt, zuallererst mal, wenn ihr ihn auspackt, was der schönste Moment überhaupt ist, direkt im Anschluss eine Color Chart, also eine Farbkarte zu erstellen. Es liegt auch bei jeder Seasons Collection Box eine bei von Schminke. Die schaut so aus, das ist quasi das Rohmodell. Das ist nackig und ihr könnt dann dieses Rohmodell wirklich mit den ganzen Farben der jeweiligen Box füllen und swatchen. Und das wirklich Wertvolle daran ist, dass ihr dann immer wisst, wie die Farben gemalt ausschauen und darauf basierend dann eben die Motive und die Farben für die jeweiligen Motive auswählen könnt. Also eine ganz, ganz wichtige Sache. So ein, oh, ich kann jetzt mal umswitchen hier. Eine ganz, ganz wichtige Sache, so eine Farbkarte. Ihr seht, ich habe mir auch nicht nur die Farben aufgemalt, ich habe mir auch die Namen dazu geschrieben, weil ich die bei 4x12 Farben doch öfter mal vergesse. Und ich habe mir sogar dazu geschrieben, welche Farben granulierend sind. Das ist dieses G ist auch immer ganz gut zu wissen, um ein bisschen besser den Verlauf der Farben einschätzen zu können. Aber so oder so, egal wie ihr es macht, erstellt euch auf jeden Fall eine Farbkarte, damit ihr wisst, was ihr malt. Wenn bei euch kein Sticker dabei war, dann habt ihr den garantiert nicht bei uns gekauft. Und wenn ihr ihn bei uns gekauft habt und kein Sticker dabei war, dann tut es mir leid, weil unsere Mädels im Lager sind auch nur Menschen, denen passiert hin und wieder auch mal ein kleiner Fehler. Aber eigentlich sind sie ziemlich, ziemlich sorgfältig bei der Auswahl der Sticker für die einzelnen Boxen. Karte vermalt. Gute Frage. Ich weiß gar nicht, wo es die gibt. Schreibt doch einfach mal Schminke. Ich kann das aber auch gerne mal in Erfahrung bringen, wo es denn solche Karten vielleicht nochmal irgendwo zu kaufen gibt. Das ist eigentlich eine gute Frage, ne? Wenn man sich irgendwie, habe ich auch schon dumm angestellt hat, was kann man dann tun? Ich frage das auf jeden Fall mal nach. Die Sticker kann man übrigens nicht kaufen. Nein, die Sticker sind wirklich nur ein Goodie von uns für euch, wenn ihr es bei uns bestellt. Was ihr auch machen könnt, ich muss mal gucken, wo habe ich sie liegen? Hier habe ich sie liegen, ist solche lustigen kleinen Farbkarten erstellen. Das ist immer, ja, also ich würde mal sagen, nicht unbedingt eine Alternative zu der anderen Farbkarte, weil die passt einfach super gut in euren Kasten mit rein. Die könnt ihr einfach immer direkt so im Kasten parken und dann transportieren. Ich habe übrigens noch einen Prototyp, nicht wundern. Aber was immer ganz schön aussieht auf fertigen Flatlays und Fotos, ist, wenn man die Farben nochmal als kleine Swatches aufträgt und dann kann man die hier einfach nur so mit drauflegen und hat immer gleich so ein total dekoratives Flatlay. Also wer vielleicht auch auf Instagram unterwegs ist und seine Motive da zeigen möchte, der kann sich natürlich auch so kleine Farbkärtchen erstellen. Keine Sorge, am Freitag wird das besser. Da haben wir eine bessere Lichtsituation im Studio. Da bin ich dann hoffentlich auch immer scharf. Ja, also ganz, ganz wichtig, unbedingt zuallererst eine Farbkarte erstellen und dann würde ich mal sagen, geht's jetzt los. Hier seht ihr übrigens auch nochmal, das möchte ich immer ganz gerne einmal zeigen, damit man sieht, dass es auch wirklich echt ist. Außerdem schaut so schön aus, dass ja eigentlich die Original-Collage, die für die Natural Fall Edition von mir erstellt wurde, das ist hier im Ganzen und da ist der kleine Ausschnitt davon. So eine Collage habe ich ja auch für jede einzelne Box erstellt, aus nur den Farben, die enthalten sind, ungemischt. Und ja, das ist sie für die Natural Fall Collection und Edition.
Und jetzt würde ich mal sagen, schauen wir uns die einzelnen Farben an und wie auch bei der Tropical Summer Edition malen wir für jede Farbe erstmal ein passendes Motiv, ungemischt. Und im Anschluss daran, je nachdem, doch die Zeit schaut gut aus, malen wir auch noch eine kleine Gesamtkomposition, würde ich mal sagen, oder? Ja. Schnappt euch also eure Materialien. Ihr könnt hier so wirklich im Weitwinkelformat hier erkennen, was ich heute so um mich rum benutze. Übrigens muss ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal Kudos an Stefan Kunz loswerden. Bei dem habe ich mir diesen coolen Weitwinkel-Effekt abgeschaut. Gebe ich offen und ehrlich zu. Fand ich nämlich ziemlich geil bei seinem letzten Livestream, dass man ihn von vorne gesehen hat, wie er lettert und auch noch das Lettering von oben. Ja, Stefan. Wenn du es so geil machst, dann musst du damit rechnen, dass die Frau Holland einfach direkt nachmacht. Aber ihre Haare fallen runter. Das kann ja nicht passieren. So, ich mache mir jetzt mal hier ein bisschen Platz und hole mir erstmal Papier, Pinsel, Wasser, alles, was ich für das Malen mit den Farben benötige. Und ich fange zuallererst mal an, heute Abend, mit dem Hahnemühle Expression Papier. Das ist so die günstige Variante von 100% oder die günstigste Variante von 100% Baumwollpapier, die ich kenne. Gibt es natürlich auch bei uns im Online-Shop. Hat eine ziemlich gute Qualität von Hahnemühle, das Expression Papier. Und mit dem werde ich jetzt zuallererst mal die Farben swatchen und die ersten Motive malen. Dann braucht ihr natürlich eure Natural Fall Edition. Und natürlich eure Farbkarte. Denn wir werden heute nicht mehr alle Farben einzeln swatchen. Ich nehme einfach mal die Farbkarte vorab. Das lege ich mir hier so ein bisschen nebenhin. Und natürlich, wie immer, das seht ihr hier in dem kleinen Bildschirm, zwei Wassergläser. Ein Wasserglas nehme ich immer zum ja, Reinigen meines Pinsels. Das sieht dann irgendwann ziemlich Matschepampe aus. Und ein Wasserglas behalte ich immer mit klarem, transparentem Wasser, damit ich mir gerade für die Nass-in-Nass-Technik immer mal wieder frisches Wasser auf meine Arbeitsfläche holen kann und dann wirklich einzelne Pigmente eintupfen kann. So viel vorab. Ich benutze heute einen unserer Kumpinsel und zwar den in der Größe 6. Das ist ein Rundpinsel mit synthetischen Pinselhaaren, die wirklich immer wieder in ihre wunderbar spitze Rundpinselform zurückspringen. Den gibt es nur bei uns exklusiv im Shop, aktuell zumindest noch in dieser Klecks Edition. Und die Nummer 6 habe ich mir heute mal rausgesucht, weil wir damit wirklich heute die Motive gut arbeiten können. Ich weiß auch nicht, was der Kollege da hinten so hat. Vielleicht hat er zu wenig, was er scharf stellen kann. Vielleicht bin ich ihm nicht scharf genug. Hier, der Kamera da oben. Wer weiß. Wichtig ist jetzt vor allen Dingen auch, dass ihr seht, was hier unten passiert. Gut, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, ich komme hier so zurecht mit dem kleinen beschränkten Arbeitsplatz. Wir starten einfach mal direkt durch mit der allerersten Farbe aus dem Kasten und das ist die Lasur Gelb. Ich gehe also zuallererst wieder in mein Wasserglas mit dem Pinsel. Wenn der Pinsel neu ist, unbedingt noch aktivieren, dann sind die Pinselborsten noch so ein bisschen verklebt mit Gummi Arabicum und Wachs. Also einfach im Wasserglas schwenken, vorsichtig am Rand des Wasserglases so ein bisschen ja, abdrücken, ausfringen, hätte ich fast schon gesagt, den Pinselkopf. Und dann in nicht ganz so nassem Zustand erstmal in unsere erste Farbe Lasurgelb gehen. Und wir können ja zumindest mal, auch wenn wir es nicht komplett in Ruhe aufswatchen, so wie beim letzten Livestream. Ich versuche gerade das perfekte Bild noch zu arrangieren. Können wir ja aber auf jeden Fall so. So. Jawohl. Erstmal ein kleines Kästchen malen. So, einfach um zu sehen, wie schaut die Farbe überhaupt originär aus. Es sind, falls ihr schon mal gespickt habt, sehr viele Lasurfarben in der Natural Fall Edition vorhanden, nämlich Lasurgelb, Lasurorange und auch Lasurumbra. Das hat keinen Grund, denn ich habe mir die Farben zumindest nicht nach dem Namen ausgesucht, sondern einfach nur wirklich danach, was am besten passt und funktioniert. Und ich habe auch, so wie in den anderen Kollektionen, hier die Farben ausgesucht, aufgemalt und dann wirklich geschaut, was kann ich mit den Farben malen. So die typischen Herbstmotive habe ich dann hier gemalt und eben die entsprechenden Farben dazu geschrieben.
Und so hat sich nach und nach herauskristallisiert, welche 12 Farben ich behalte. Es hat mal angefangen mit ungefähr 24 Farben in jeder Edition und das wurde dann runtergebrochen auf die entsprechend immer nur 12 Farben. So, jetzt würde ich mal sagen, aus dem Lasurgelb malen wir jetzt zuallererst mal einen kleinen Kürbis und es gibt ja verschiedenste Kürbisformen. Und ich habe da mal einen mitgebracht, der wirklich Lasurgelb ist, der Kollege zum Beispiel. Ihr seht, das ist 1 zu 1 Lasurgelb, aber wir malen so einen ähnlichen gleich in Orange. Deswegen habe ich mir gedacht, wir malen einfach in Lasurgelb mal diesen kleinen Kollegen hier. Sieht nämlich ähnlich aus, aber ein bisschen spannender. Und weil er noch so ein bisschen Grünanteil hat, nehme ich dann auch noch nicht nur Lasurgelb dazu, sondern auch noch, ich glaube, ich habe mich entschieden für Kobaltgrün tief, genau, also das mittlere Grün, das Mittelgrün sozusagen, das nehme ich, um dem Kürbis hier noch unten seinen grünen Deckel zu verpassen. Wir fangen aber mal oben an. Ich lasse den Kürbis mal hier so liegen. Und ich male alle Motive, das wisst ihr, wenn ihr mir folgt, auch wie beim letzten Livestream, immer in der sogenannten Loose Watercolor oder auch modernen Aquarellmalerei-Technik. Das bedeutet, lose, abstrakt und schnell arbeiten. Wir kümmern uns nicht um irgendwelche Details, wie die kleinen Äderchen und die Mini-Strukturen hier. Wir versuchen wirklich, das Objekt einfach zu begreifen in seiner Form, in seiner Farbgebung und entsprechend schnell und auch lose und abstrakt wiederzugeben. Zweidimensional auf dem Blatt Papier. Wichtig dabei auf jeden Fall auch ein bisschen Spannungseffekt und Kontrast in dem Bild, damit es nicht so ausschaut, als hätte es irgendwie jemand aus dem ersten, also der ersten Klasse der Schule gemalt. Also nicht so platt die Farbflächen, wie hier unser Farbswatch. Und dafür benutzen wir ich die Nass-in-Nass-Technik, damit die Farben wirklich Farbverläufe bilden, spannende Farbverläufe bilden, mit so einem kleinen Räumlichkeits-, aber auf jeden Fall einen großen Spannungseffekt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir fangen einfach an, oder? Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei und malt alle fleißig mit. Ich lese hier eure Fragen und Kommentare nebenher und glaube, da war bisher nichts dabei, was ich beantworten muss. Kein Schminke-Werksverkauf, ich glaube auch nicht. Vielleicht irgendwo in Düsseldorf, Erkrath sitzt Schminke. Aber nicht, dass ich wüsste. Wäre ganz schön geil, wie in so einem Haribo-Werksverkauf. So, ich hole mir also zuallererst mal ein bisschen von meinem Lasurgelb aus dem Kasten. Wirklich nur ein bisschen, wenn es zu viel ist, kann ich auch hier natürlich oben in der Mischpalette das Ganze noch ein bisschen wieder abmalen. Gehe in mein Wasser, damit ich hier wirklich einen sehr, sehr hellen Ton von meinem Lasurgelb erstmal habe und male dann erstmal die linke Seite meines Kürbis von der Form her nach. So, das heißt, ich male hier diese Rundung, dann kommt dieser dicke Bauch da unten. Ich muss mal ein bisschen weglegen. Wenn ich nicht genug Wasser habe, hole ich mir noch mehr Wasser. So, ich will ihn nicht zu groß, aber auch nicht zu klein malen, aber ich versuche einfach wirklich so die ungefähre Form des Kürbis erstmal abzubilden. Lass hier auch, und es ist auch ganz wichtig in der Loose Watercolor Technik, hier und da einfach so ein paar Weißräume übrig. Denn auch Weißräume schaffen Spannung im Bild und im Motiv und auch dann schaut eben nicht alles so aus wie irgendwie im Kindergarten gemalt. Das passiert Anfängern immer recht schnell und deswegen ist wichtig Kontrast und eben auch Weißräume. So, würde ich mal sagen, haben wir das Ganze schon aufgemalt. Um dem Ganzen jetzt noch mehr Kontrast zu geben, ihr seht, das ist sehr kontrastschwach, gehe ich jetzt nochmal richtig in die Lasurgelb rein und tupfe einfach noch ein paar Pigmente ein, zum Beispiel hier drüben, um hier das Ganze einfach noch optisch zu verstärken. Ich kann auch so ein bisschen die Pigmente einstreifen, würde aber wirklich darauf achten, dass ihr nicht zu viel malt, wenn ihr viele Pigmente aufgenommen habt. Sonst passiert Folgendes, sonst wandern die Pigmente, die ihr genommen habt, im Nassen. Das ist ja hier die Nass-in-Nass-Technik, bis zur anderen Kante und am Ende habt ihr wieder einen gelben Fladen, der eben wieder nach Kindergarten ausschaut. So, damit das Ganze hier noch ein bisschen eben diesen grünen Effekt bekommt des Kürbis, nehme ich mir jetzt mal die Kante ein bisschen smoothen, meine grüne Farbe und da nehme ich, wie gesagt, Kobaltgrün tief. Übrigens ist Kobaltgrün tief, das ist die untere der drei Grüntöne, zumindest bei mir ist er in der Mitte angeordnet, wirklich so ein Mittelgrün. Kobaltgrün tief ist der einzige, ich schwöre, der einzige Farbton, die 533, der öfter als einmal enthalten ist. Ich hatte ja anfangs angekündigt,
Keine Farbe ist doppelt. Ja, es hätte auch so sein sollen. Tatsächlich war auch für die Tropical Summer Edition ein anderer Grünton vorgesehen. Aber da die Tropical Summer Edition eben so zeitnah produziert werden musste, konnte die 533, beziehungsweise die andere Nummer, ich weiß gar nicht mehr, was es war, leider nicht rechtzeitig fertiggestellt werden und getrocknet werden, sodass ich mir eine Alternative überlegen musste, beziehungsweise mir wurde mir empfohlen, die 533 zu nehmen. Die ist recht nah an dem eigentlichen Ton, den ich haben wollte. Und irgendwie hat dann, weil einfach alles so schnell gehen musste, um unseren Zeitplan einzuhalten für den Sommerlaunch noch, hat keiner bemerkt, dass die 533 auch schon im Herbst enthalten ist. Und tatsächlich, wahre Geschichte, True Story, so ist die 533 jetzt eben in beiden Kästen enthalten. Aber es ist die einzige Farbe, die in den 48 Farben doppelt ist. Und ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Farbe, die doppelt ist zum Glück. Denn ihr könnt damit extrem viel machen und sie ist granulierend. Also auch wirklich ein sehr hochwertiges Pigment, was ihr da doppelt habt, wenn ihr beide Kästen habt. So, jetzt gehe ich eben mit genau dieser Farbe hier unten nochmal so ein bisschen rein und versuche einfach, diese Struktur von diesem lustigen Kürbis, keine Ahnung wie er heißt, so ein bisschen zu imitieren und tupfe hier ein bisschen ein. Und das geht dann hier so ein bisschen nach oben. Aber ich versuche wirklich immer nur ganz grob mit diesem feinen Rundpinsel die Struktur hier aufzugreifen. Die Punkte male ich auch noch so ein bisschen nach von dem Kürbis. Der hat ja so lustige Punkte und Pickelchen hier auch, dreidimensional, aber die Pickelchen sind mir total egal. So. Und einfach hier noch so ein bisschen seine Struktur nachahmen. Und darum geht es in der Loose Watercolor Technik wirklich maximal schnell. Ihr seht es, dreidimensionale Objekte zweidimensional aufs Papier zu bringen und einfach vor allen Dingen die Farbe und die Form ja, zu übertragen und abzubilden auf eurem Blatt Papier. Jetzt wasche ich den Pinsel aus. Jetzt haben wir hier oben noch den Stiel. Der ist so ein bisschen ja beige-braun, würde ich mal sagen. Und da würde ich jetzt einfach mal, glaube ich, von allen Farben, die ich habe, in mein Sepia-Braun reingehen. Das ist da unten direkt neben dem Graphitgrau. Sepia-Braun auch ein sehr, sehr schöner, warmer, dunkelbrauner Ton. Und dann auch wieder hier oben wirklich einfach nur diesen Bubble versuchen, auch in derselben abstrakten Art und Weise mit anzudocken. Erstmal einen Strich malen, dann wasche ich meinen Pinsel wieder aus, um weniger Pigmente auf meinem Pinsel zu haben. Um die linke Seite zu malen, nicht zu nass arbeiten, damit ich hier wirklich auch so einen kleinen schönen Verlaufseffekt noch reinbekommt. Und nicht wundern, es sieht tatsächlich aus wie eine Birne, aber es ist tatsächlich, oh, diese Kamera, es ist tatsächlich ein, ja, ihr seht es ja, ein echter Kürbis, sonst hätte mir jetzt keiner geglaubt, welcher Grünton es eigentlich werden sollte. Ja, das kann ich euch auf jeden Fall wissen lassen, welcher Grünton es eigentlich werden sollte in der Tropical Summer Edition. Da muss ich mal nachschauen. Ich male auf dem Hahnemühle Expression Papier. 100% Baumwolle gibt es im Frau Hölle Online-Shop. Und ihr seht, wir haben hier innerhalb von, keine Ahnung, 2 Minuten einen Kürbis lose, abstrakt abgemalt. Und genau das ist wirklich der Charme an dieser modernen Aquarelltechnik. Ihr müsst nicht jetzt die einzelnen Dinger da malen, die einzelnen Streben da oben. Das sieht auch wahnsinnig schön aus, kostet aber wahnsinnig viel Zeit. Und das geht einfach so, so viel schneller und macht vor allem so viel Spaß. Jetzt haben wir schon 2 von den 12 Farben genommen, nämlich die 3 sogar, Lasurgelb. Muss ich hier noch swatchen. Und Kobaltgrün tief, den doppelten Farbton. Und das Sepia-Braun, das swatche ich mal hier noch. Der Vollständigkeit halber ein ganz, ganz toller Braunton. Und dann seht ihr auch hier schon, wie schön diese 3 Farben miteinander harmonieren. In dieser kleinen Farbwelt, in diesem kleinen allerersten Motiv, das wir gemalt haben. Genau, so, mal kurz eure Fragen noch nachgelesen. Kommentar. Frag noch gar nicht so viel, das ist gut, ich meine, alle weiß ich mit, ne? Also das schon mal so als allererstes kleines Motiv und Beispiel für 3 Farben. Dann würde ich mal sagen, machen wir weiter mit auch einem sehr spannenden Farbton, nämlich dem Siena Natur. In der Tropical Summer Edition ist ja ein ähnlicher Ton enthalten. Ich nenne ihn immer liebevoll den Toto-Ton, Toto Golden Retriever-Ton. Aber der ist heller, nämlich Neapelgelb. Also eine Tropical Summer Edition ist Neapelgelb enthalten.
muss ich den kleinen Kollegen da mal ein bisschen weglegen, weil uns der Platz fehlt. Und das machen wir jetzt mal noch hier mit hin. Neapelgelb ist also wirklich eine hellere Version von diesem Ocker, die ich ja vor allem wegen dem Strand und für Strandmotive in die Tropical Summer Edition gepackt habe. Und hier in der Herbst Edition habe ich mich für einen dunkleren Ton entschieden, der aber nicht weniger schön ist. Eben dieses ist jener Natur, auch ein warmer Ocker. Ich würde ihn mal Latte Macchiato Cappuccino Farbton nennen, übrigens auch ein Motiv, was natürlich super in den Herbst passt. Latte Macchiato Cappuccino trinkt man ja immer im Herbst. Aber vor allen Dingen auch viele, viele andere tolle Motive zulässt und auch Kürbisse. Ich glaube, da habe ich jetzt keinen da in der Farbe. Aber es gibt tatsächlich zum Beispiel den Butternut-Kürbis. Der ist auch ein bisschen zu groß in meiner Kamera. Aber ich glaube, ihr kennt den Butternut-Kürbis alle. Und den, würde ich mal sagen, malen wir jetzt einfach mal direkt vielleicht sogar daneben. Oder so hier. Da könnt ihr alles gut erkennen. Ich wasche meinen Pinsel zuallererst wieder aus, damit ich wenige Pigmente drauf habe, weil ich immer auf der linken Seite so ein bisschen, das seht ihr auch bei dem ersten Beispiel, die Lichtkante-Motive haben möchte. Also da, wo der Lichteinfall ist, der natürliche Lichteinfall, bei mir kommt immer von links, versuche ich wirklich weniger Pigmente zu malen, damit die Pigmentstärke eine hellere ist und der Farbton auch wirklich heller auf dem Papier auftrocknet. Auf der rechten Kante versuche ich immer so ein bisschen mehr Pigmente zu nutzen, dazwischen Weißräume lassen für eben diese Spannungseffekte und die Räumlichkeitseffekte und am Ende noch mehr Pigmente auf der rechten Seite eintupfen. Im selben Prinzip machen wir jetzt eben auch mal den Butternut-Kürbis. Auf die andere Seite muss ich mal kurz gucken, nicht damit ich ihn noch vermal. Ich muss dann meinen Cheat-Sheet da oben hinlegen. So, der Butternut-Kürbis ist gar nicht so schwer. Ich mache ihn mal so ein bisschen hier so drüber. Der hat auf jeden Fall hier unten auch so einen Popo und so ein Podest, wo er draufsteht. Und ihr könnt hier wirklich mit ganz viel Wasser arbeiten erstmal. Und wenig Pigmenten. Und euch der Form hier so ein bisschen erstmal annähern von diesem Butternut-Kürbis. Da geht er dann, glaube ich, genau hoch. Und dann geht er da oben wieder rum, der Butternut-Kürbis. Ich nehme jetzt wirklich, ihr seht, sehr, sehr wenige Pigmente. Lass auch hier und da, vor allem auf der linken Seite, wo meine Lichtkante ist, wieder so ein bisschen mehr White Space. Und denkt auch, dass ihr das Schöne bei Naturmotiven, und der Kürbis stammt ja auch aus der Natur, immer daran, dass ihr, da kann ich schon der rechten Seite mehr Pigmente nehmen, dass ihr keine geraden Linien malen müsst. Also ihr könnt hier wirklich, gerade bei natürlichen Motiven, noch rougher als sowieso schon bei der Loose Watercolor Technik arbeiten und die Pinselstriche setzen. Weil es ist die Natur ist unperfekt. Und wenn ihr mal so einen Kürbis vom Feld, wie bei uns hier um München herum, in der Hand gehabt habt, dann seht ihr wirklich, dass der alles andere als perfekt ist. Die ganzen Dellen müssen wir natürlich nicht mit einzeichnen, aber zumindest hier. Jetzt tupfe ich wieder auf die rechte Seite, wo eben meine Schattenkante ist, für mehr Spannung und Komplexität in meinem Motiv. Bisschen mehr Pigmente ein. Hier drüben habe ich die natürliche Glanzkante gelassen. Guck mal, ob ich das noch so ein bisschen schärfe. So. Und dann seht ihr, habt ihr jetzt schon so ein bisschen auch wirklich diese Form von dem Butternut-Kürbis. Solltet ihr irgendwo zu viele Pigmente haben, könnt ihr auch immer euren Pinsel auswaschen, austupfen auf einem Sieva und dann mit dem fast trockenen Pinsel Pigmente abtragen und abnehmen. Also das ist auch immer eine schöne Möglichkeit, wenn ihr irgendwo ja, zu doll in die Farbe reingegriffen habt, nachträglich wieder Pigmente zu entfernen. Aber es sollte natürlich aussehen. Im wahrsten Sinne des Wortes habe ich hier ein bisschen zu viel weggenommen. Dann könnt ihr auch einfach das Ganze wieder übermalen und dann genau, entsprechend hier mit euren Pigmenten variieren. Solltet ihr irgendwo, so wie ich jetzt gerade, Trocknungsränder haben und die sich entwickeln, kann es unter Umständen auch am Papier liegen. Das Hahnemühle Expression ist zwar 100% Cotton, also Baumwoll-Aquarellpapier, was immer ziemlich gute Eigenschaften auch der Wasserspeicherung enthält. Also ihr könnt eigentlich wirklich lange darauf arbeiten, dennoch trocknet das Expression relativ schnell. Da ist wirklich super, super geil. Damit mache ich dann später wahrscheinlich noch das andere Motiv, das Canson Aquarell. Da steht es da unten. Das ist ein bisschen teurer, hat auch nur 60% Cotton, aber eine unheimlich geile Eigenschaft, was die Wasserspeicherkapazität
betrifft und damit eben auch dieses Trocknen von den einzelnen Farbflächen. Das war dieses hier in der Natur, genau. Wenn euch Motive einfallen zu den Farben, dann schreibt sie auch in den Live-Chat. Ich sehe schon hier Sienna und Lasur Orange und etwas Dunkelrot ergibt eine super Hautfarbe. Oh, auch sehr schön. Haselnüsse sind super mit dem Farbton. Also ich glaube, ihr habt noch 1001 Motivideen für die einzelnen Farben. Und das ist auch das Schöne daran. Der Herbst ist bunt. Und ich bin so gespannt, was ihr alles mit den Farben noch malt, wie ein Flitzebogen. Natürlich kommt auch in unseren Butternut-Kürbis oben noch so ein kleiner Deckel hin. Wie habe ich den da gemalt? Ich glaube auch in Braun. Ich nehme mal wieder mein Sepia. Und mal dann hier oben nochmal so einen kleinen Deckel mit hin. Gehe ich jetzt mal hier so aus dem Papier raus. Und da drüben wieder runter. Und dann machen wir mal so einen Tschupp. Der hat hier so einen getreten. Wie heißt denn das? Keine Ahnung. Wie heißt denn das, wo der Kürbis da oben dran wächst? Stiel? Ist das der Kürbisstiel? Ich weiß gar nicht. Gucken wir mal. Ist schon scharf, ne? Naja. Der Kürbisstiel. Walnüsse auch. Der Strunk. Oh, Ingrid. Der Strunk. Der Kürbisstrunk. Ja, ne? Eigentlich klar. Aber ich und Botanik, ist wie mit Blumen. Weiß ich auch nie, wie sie eigentlich heißen. Was das Motiv, also die Motive wirken natürlich, wenn wir sie mit einer Farbe malen, immer noch relativ platt. Ich möchte euch nur wirklich demonstrieren, dass diese Farben eben wirklich geschaffen sind und gedacht sind von mir für diese Motive. Um die Motive noch plastischer wirken zu lassen, empfehle ich immer, so ein bisschen die Farben zu mischen, um gerade diese Nass-in-Nass-Farbverläufe zu pimpen und noch mehr Dreidimensionalität reinzubringen. Also im nächsten Schritt, wenn ihr noch mal ein bisschen weiter übt und malt, mischt wirklich mal zum Beispiel das in der Natur noch mit so einem bisschen Sepia-Braun, tupft es dann da unten ein. Meins ist schon zu trocken. Naja, ich kann es noch so ein bisschen probieren. Ein bisschen zumindest. Damit ich hier wirklich nochmal so ein paar ganz besondere Spannungseffekte erhalte. Das ist das Schöne an der Nass-in-Nass-Technik, aber dafür muss eben die Fläche wirklich noch nass genug sein, dass ihr Pigmente eintupfen könnt, die sich hier wirklich so nach und nach den Weg selber suchen und dann ist wahrscheinlich schon zu trocken, einen noch viel spannenderen und vor allem, ihr seht jetzt schon, was das ausgemacht hat, sehr viel natürlicheren Farbverlauf am Ende ergeben. Aber wir wollen sie erstmal simple keepen hier für die Anfänger und vor allen Dingen zeigen, dass die Farben wirklich eins zu eins für die Motive gemacht werden können. Schnörpsel finde ich noch charmanter, Annika. Ein Kürbisschnörpsel. So, dann würde ich mal sagen, machen wir einfach direkt weiter mit Lasur-Orange. Oh ja, da haben wir schon den nächsten Kürbis. Lasur-Orange, die dritte Farbe. Hier drüben malen wir sie mal auf. Also ihr Lieben, ich glaube, dazu muss ich gar nicht viel sagen. Ich habe mir viele Orangetöne angeschaut und mich für Lasur-Orange entschieden, weil es einfach nicht so ein Standard-Quietsch-Orangeton ist. In der Tropical Summer Edition ist ja, glaube ich, auch ein Orange enthalten. Ja, ich kenne sie alle gar nicht auswendig, ist schlimm. Es sind zu viele Farben, es kriegt nicht in meinen Kopf rein, sowieso nicht. Preggy Brain und so. Und das ist recht quietschig. Jetzt habe ich mich aber bewusst, ihr seht schon beim Trocknen bei der Fall Edition für einen warmen und auch etwas dunkleren Orangeton entschieden, Lasur-Orange, damit er eben auch in das Gesamtarrangement der Farbtöne von Herbst passt. Und ihr seht, wie die, also ich finde, die Farbwelt ist einfach auch an sich schon so schön von Herbst. Die könnt ihr auch für sämtliche florale Motive verwenden, ohne dass ihr einen Kürbis malt, weil die Farben einfach so schön matchen. Wie bei den Tombow-Sets, es ist einfach eine wunderschöne Farbwelt an sich. Könnt ihr auch Flatterings benutzen. Jo, und mit Lasur-Orange machen wir jetzt auch noch einen Kürbis. Ich meine, klar, muss sein. Deswegen nehme ich erstmal Lasur-Orange in einer sehr, sehr hellen Variante. Ich nehme jetzt ein paar Pigmente und mache sie im Wasserglas ein bisschen heller, auch mit einem Pinsel. Und dann male ich jetzt mal hier so einen kleinen typischen Halloween-Kürbis in Orange, würde ich mal sagen, da unten hin. Und so ein Kürbis besteht immer aus so einzelnen gebogenen Formen. Ich weiß nicht genau, wie ich sie nennen soll. Ich habe noch nicht das richtige Wort dafür gefunden. Ich tupfe auch schon wieder mehr Pigmente auf der rechten Seite ein. Aber es sind immer wie so kleine Traubenformen eigentlich, die Kürbiswaben. Jetzt kommt nämlich die nächste Wabe auf der linken Seite. Da gehe ich jetzt nochmal ins Hellere rein. Und dann malt ihr einfach wirklich hier immer
Die nächste Wabe. Und dann nochmal eine Wabe. Ich weiß nicht, wie man sie nennt. Versucht dazwischen so ein bisschen Abstand zu lassen und auch heller zu werden, zumindest nach links hin. Nach rechts hin nehmen wir wieder dunkler, weil das Licht kommt von links. Das heißt, der Schatten liegt auf der rechten Seite. Ovale ist auch eine gute Beschreibung. Es ist toll, wie ihr mir hier helft, die richtigen Worte zu finden. Für mein pretty brain. Ovale sind sogar eine ziemlich passende Beschreibung, wenn ich länger darüber nachdenke. Und Halbmonde, das habe ich mir vorher überlegt. Also das, was man hier nach außen hin immer malt, nach außen hin werden es quasi immer mehr Halbmonde. Aber hier in der Mitte startet man tatsächlich mit einem Oval. Das stimmt. Saturnrot ist ein Tropical Summer Edition drin. Richtig, ja. Saturnrot ist sehr, sehr, sehr kreischend. Aber das soll ja auch die Tropical Summer Edition sein. Kreischig. Das heißt, wir haben hier wirklich einen kleinen Mini-Halloween- und Herbstkürbis aus dem Lasur-Orange erstellt mit einem Oval in der Mitte und 1, 2, 3, 4 Halbmonden drumherum. Nach links heller, nach rechts dunkler werden, sodass auch hier der natürliche Lichteinfall berücksichtigt ist. Aber ihr seht, wie schnell das geht in der Loose Water Technik. Also es sind 4 Striche, 5 Striche, 2 Formen und ihr seid fertig. Und auch hier setzen wir wieder einen Schnöpsel. Wie war es, Annika? Ein Schnöpsel drauf. In, was machen wir? Ja, können wir denselben Farbton nehmen oder vielleicht einfach mal braun, oder? Oder grün. Und grün ist auch eine schöne Idee. Wir können ja mal einen grünen Schnöpsel nehmen, Strunk. Nehmen wir doch vielleicht mal olivgrün, gelblich. Ist auch eine sehr schöne Farbe. Olivgrün, gelblich. Ach, so toll. Die nehmen wir direkt für den Strunk und bei dem Strunk könnt ihr einfach noch so ein bisschen auch dazwischen tupfen. Wenn ihr noch was nass ist, macht überhaupt nichts. Und dann einfach noch den Strunk hier mit ergänzen. Mit einem einzelnen Strich auf diesen 6er Rundpinsel. Oder ihr nehmt bitte noch die andere Seite mit dazu, um so ein bisschen auch die Dreidimensionalität zu schaffen. Auch hier im Strunk seht ihr dann wirklich diesen feinen Farbverlauf und diesen Kontrast zwischen hell und dunkel, der auch wieder unser Licht, unsere Lichtsituation mit aufgreift, hell und dunkel. Und ihr seht, so hat man wirklich 0,0 einen kleinen Kürbis geschaffen. Der Strunk ist vielleicht ein bisschen dick geworden, aber auch sowas ist total egal in der Loose Watercolor Technik, weil ihr erkennt, alles ist ein Kürbis und kein Apfel und keine Birne. Und das ist das Ziel von Loose Watercolor, dass ihr erkennt, was es ist. Aber ihr es schnell, einfach und abstrakt aufs Papier gebracht habt. Also darum liebe ich einfach die Technik, weil ich bin ein Mensch. Ich habe keine Zeit im Leben, es muss alles schnell gehen und effizient. Und lange irgendwie dran rummalen ist für mich ganz, ganz schwierig. Aber was ich unbedingt mal zeigen muss, by the way, ich stelle mich ja auch mal neuen Herausforderungen. Und so war ich ja erst am Samstag im Frau Helle Studio beim grandiosen Workshop von der noch viel grandioseren Tanja aka Q.W3. Und habe da zwar nicht mit meinen Farben gemalt, sondern mit den Farben aus ihrem Urban Sketch Kit. Übrigens ist da auch Lasurgelb enthalten. Als hätten wir es abgesprochen, haben wir aber nicht. Also ihr seht, man kann natürlich so einen Kürbis auch sehr viel detailreicher malen und quasi realitätsgetreuer, aber immer noch im selben Stil. Hier habe ich natürlich Vorzeichnungen gemacht, hier habe ich den Schatteneffekt sehr viel stärker angesetzt. Im Stil von der Tanja, hier habe ich nachträglich noch Highlights eingezeichnet. Aber ihr seht, die grundsätzliche Form bleibt gleich. Nur, dass das hier eben wirklich eher so die Urban Sketch realitätsgetreue Technik ist und das die Loose Watercolor Technik. Ja, ich probiere auch öfter mal Neues aus, aber ich merke immer wieder, Schuster bleibt bei den Leisten oder so. Zumindest mag ich einfach wirklich Loose Watercolor am allerliebsten. Schön, dass ihr alle noch dabei seid, mein Schnöpsel hier. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Was haben wir denn noch? Wir haben jetzt schon Lasur, Gelb, Sierra Natur, Lasur, Orange. Dann kommt, oh ja. Wir hupfen ja hier so ein bisschen von oben nach unten. Wir benutzen ja auch immer das Braun und das Grüne für die Strunkse. Jetzt haben wir aber noch, wo mache ich das denn? Hier. Einfach mal alles hier an die Seite mitmalen. Dunkelrot. Also Dunkelrot und auch der nächste Farbton Caput Mortum. Ich sag's euch, sind wirklich meine ja fast schon absoluten Lieblinge. Vor allem Caput Mortum. Deswegen habe ich mich heute auch extra passend farblich dazu in Dunkelrot Caput Mortum angezogen. Dunkelrot ist, ihr wisst es, die Farbe im Herbst für Hagebutten.
Hagebutten, Beeren, aber auch getrocknete Blätter, die ja nach und nach ihre Farbe verlieren und von grün nach ocker, beige, rot, dunkelrot und am Schluss so kaput, mortum, dunkelbraun werden. Für all diese Motive könnt ihr dunkelrot verwenden und ich möchte heute mal mit euch Hagebutten malen, weil die super, super einfach sind und super schön. So ein bisschen hier alles verrutschen, damit ihr alles noch sehen könnt. Hier unten machen wir mal so ein paar Hagebutten hin mit Dunkelrot und ergänzen wir noch Blätter in, ich glaube, ich habe mir Perilengrün ausgesucht, also das dunklere von den drei Grüntönen mit dazu. So, hier malen wir jetzt mal unsere Hagebutten hin, wenn ihr keine Fragen habt. Auch bei den Hagebutten, ich habe hier jetzt volle Kanne meine Pigmente von dem Dunkelrot drauf, von diesem Farbswatch, mache ich das Ganze erstmal wieder heller im Wasserglas. Ich tauche meinen Pinsel also ins Wasserglas einfach ein, rühre ein paar Mal um, streife ihn am Rand des Glases ab und male dann zuallererst mal meine Hagebutten abstrakt und lose und schnell. Das heißt, überlegt euch im Vorfeld, schaut euch Bilder an, wie schaut eine Hagebutte aus. Eine Hagebutte hat wirklich einfach immer hier so eine Form, die ist nicht ganz rund, die ist nicht ganz ein Oval, die hat einen runden Popo und unten geht die Hagebutte aber so ein bisschen zusammen. So einfach ist die Form einer Hagebutte. Quasi wie so eine kleine Trichterform nach unten oder wie ein Oval, was nach unten in sich noch so ein bisschen öffnet. Ihr seht dieselbe Technik, Lichteinfall von links, das heißt hier nehme ich bewusst von Anfang an weniger Pigmente, lasse auch hier wieder so ein bisschen Weißraum, so Blitzer für den natürlichen Lichteinfall und kann danach jetzt nochmal wieder mit mehr Pigmenten eintupfen, um die rechte Kante meiner Hagebutte zu verstärken. Jetzt male ich mal noch ein paar Hagebutten hier, dass wir so einen kleinen Hagebuttenstrauch haben. Hier noch eine, also wirklich ganz, ganz schnell einfach die Form erfassen und abstrakt wiedergeben. Dann dunklere Pigmente eintupfen, Nass-in-Nass-Technik. Fertig ist die zweite Hagebutte. Ja, vielleicht lassen wir es mal bei zwei, mehr Platz habe ich auch gar nicht. Wenn ihr es noch ein bisschen dunkler haben wollt, könnt ihr natürlich hier immer noch mehr Pigmente eintupfen von dem Dunkelrot. Aber nicht zu viel, nicht übertreiben. Ich sage immer in meinen Kursen, vertraut dem Papier und vertraut den Pigmenten. Die werden sich ihren Weg suchen, damit ihr am Ende nicht wieder so eine komplett rote Hagebutte habt. Weil dann ist wieder genau dieser Spannungseffekt, den wir hier erzielt haben, eben mit diesem Verlauf weg. Wobei ich jetzt hier so ein bisschen dem Ganzen noch nachhelfen muss, glaube ich, auf der Seite. Aber das schaut doch gut aus. So, die Hagebutten haben ja auch noch von Natur aus so einen schwarzen Strunk, Schnörpsel, Deckel. Ne, weil der ist ja eigentlich unten der Schnörpsel, ne, bei den Hagebutten. Ich habe mich im Vorfeld ja informiert, wie Hagebutten ausschauen. Was auch immer sie haben, es ist auf jeden Fall schwarz und ist da unten und macht die Hagebutte zur Hagebutte, aber die malen wir erst danach, wenn es trocken ist. Denn wenn wir jetzt da unten, wo es noch nass ist, einfach hier mit dem Graphitgrau reingehen, dann sucht sich auch das nasse Graphitgrau den Weg nach oben und blutet ins Rot aus und dann am Ende eine wirklich nicht schöne, nicht mehr herbstlich frische Hagebutte. Deswegen lassen wir die trocknen. Was wir aber dazu malen können und ergänzen können, ist schon mal das Blattgedöns in Perilengrün. Eben wirklich dieses Dunkle von den drei Grüntönen. Haben wir auch alle drei Grüntöne sogar schon einmal ausprobiert. Und Perilengrün, ihr seht es hier, ach, ist auch eine Augenweide. Ein ganz, ganz dunkler Grünton, der wirklich auch sehr, sehr waldig und moosig auftrocknet. Also gerade auch für alles, was im Wald stattfindet und irgendwie moosig, waldig, hölzern ist, könnt ihr Perilengrün wunderbar verwenden. Es ist schon so ein bisschen wie ein dunkles Olivgrün, aber eben schon vorgemischt. Ihr müsst es nicht selber noch mischen. Das ist das Schöne daran. Perilengrün ist Liebe. Ja. Ja. Das kann ich nur auch sagen. Perilengrün ist wirklich ganz toll. Nupsi, wer hat gesagt Nupsi? Katharina. Ja. Verstehen uns. Schnöpsel und Nupsis. Schön, das sind die Frau Hölle Livestreams. So, hier Perilengrün auf meinem Pinsel. Mit dem Perilengrün male ich jetzt hier einfach mal so ein paar Äste. Und auch bei den Ästen darauf achten, die müssen nicht gerade sein, ganz im Gegenteil. Das Geäst kann sich hier ruhig wirklich so ein bisschen seinen Weg suchen.
von der Hagebutte. Je schiefer, desto besser, weil wir sind ja in der Natur. Unter den Ästen sitzen auch noch Blätter und die Blätter, die male ich jetzt hier auch schon mal ein bisschen dran. Blätter male ich immer ganz, ganz, ganz einfach und auch maximal abstrakt, indem ich auf den Pinsel drücke und ihn dabei aber so ein bisschen bewege und dann wieder loslasse, damit ich hier eine spitze Ecke bekomme am Ende. Dasselbe mache ich auf der anderen Seite nochmal und lasse in der Mitte aber so ein bisschen Platz für die natürliche Blattader. Solange das noch feucht ist, deswegen, da wir nicht so viel erzählen, können wir noch Pigmente eintupfen. Sowohl Perilengrün, um das Blatt noch so ein bisschen zu verstärken. Wir können aber auch noch andere Pigmente eintupfen. Zum Beispiel, ich nehme einfach mal ein bisschen Olivgrün. So ein bisschen schon gemischt mit Perilengrün. Das gibt dann wirklich die super spannenden Effekte, wenn man hier noch ein paar andere Farbtöne mit einmischt in dem Blatt. Und wir können natürlich auch mit dem Olivgrün noch ein anderes Blatt, zum Beispiel da drüben, mit ergänzen. Und ihr könnt natürlich auch mal ein Blatt malen, wo zum Beispiel wirklich nur eine Seite so glatt ist und die andere Seite gekräuselt ist. Das ist dann quasi ein gebogenes Blatt. Auch das ist ja wirklich Teil der Natur. Und hier oben wird der Stamm, Ast, dann natürlich dicker. Blattnarbe nicht, ich glaube, es ist tatsächlich die Blattader in der Mitte. So viel habe ich schon auch bei den Loose Watercolor Florals gelernt. Die Blattader in der Mitte. Also malt ihr hier so ein paar Blätter hin, je nachdem, wie viele ihr malen möchtet. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwo eins dazu male. Nee, ich glaube nicht. Na, vielleicht male ich da hinten noch eins. Ich habe meinen Pinsel jetzt ganz oft ausgewaschen, dass ich wirklich einen ganz, ganz hellen Grünton nur noch habe. Und jetzt versuche ich mal hier hinten noch irgendwie da vielleicht noch so ein Blatt mit hinzumalen, ohne jetzt die rote Farbe anzulösen. Wobei, das ergibt sich auch so ein bisschen, macht aber auch nichts. Damit hier einfach noch so ein bisschen Spannung reinkommt. So. Wieder noch mehr Pigmente eintupfen und das Ganze sitzt dann vielleicht irgendwo, wo auch immer unser Blatt herkommt. Es ist ein Blatt, was da noch irgendwo dran hängt. Vielleicht ja hier so, vielleicht ist es ja so ein zweiter Blattstrunk, der noch mit dran sitzt. Auch hier, wenn ihr hier so eine kleine Lücke lasst, so einen kleinen Whitespace, ergibt sich eine automatische Räumlichkeit, dass das Blatt wirklich dahinter liegt und nicht verschmilzt mit dem anderen Blatt. Und ihr erkennt jetzt hier in dem Beispiel sehr, sehr schön, was passiert, wenn man in diesen nassen Flächen noch Pigmente und vor allem mehr Pigmente hinzufügt, ähnlich bei dem Kürbis oben. Es entsteht automatisch so ein Räumlichkeitseffekt, ohne dass ihr viel dafür tun müsst. Ihr müsst nur Pigmente eintupfen. Das ist das Geile an Loose Watercolor. Nur Pigmente eintupfen und ihr seht automatisch bei dem richtigen Papier, vor allem eben Baumwolle, wie geil der Farbverlauf entsteht und wie plastisch euer Motiv dann wirklich erscheint. So, unsere Hagebutten sind mittlerweile trocken, das heißt, ich kann mir jetzt noch mein Graphitgrau nehmen, davon brauche ich gar nicht so viel, ein bisschen. Und kann hier eben noch diese kleinen Wirbel da unten ergänzen. Wie auch immer sie heißen, aber die machen am Ende des Tages die Hagebutte zur Hagebutte. Und ihr seht, glaube ich, sehr schön, auch wenn ich schon wieder unscharf bin, völlig egal. Ihr seht sehr schön, wie leicht es ist. Schaut auf jeden Fall unbedingt auch mal bei den anderen großartigen Künstlern vorbei, wie der Tanja Cube, wie bei Gustavsson Illustration, bei der anderen Tanja Miss Nice Day, bei Fräulein Teffi, bei May and Barry und ich, also wie sie alle heißen, ich vergesse bestimmt 1000 Leute, aber bei allen anderen grandiosen Aquarellkünstlerinnen sind es fast nur, außer Krischo, ich weiß nicht, ob der schon was gemalt hat für den Herbst, die haben, jeder von denen hat wirklich einen anderen Stil und ich glaube, jeder hat mittlerweile schon eine Hagebutte gemalt, also schaut da unbedingt mal vorbei, wie unterschiedlich Hagebutten aussehen können und meine Variante sieht ja jetzt nämlich die absolut lose 3 Minuten die 3 Minuten Hagebutte. Prost!
So, übrigens auch das Schöne an YouTube, wir sind nicht auf eine Stunde begrenzt, mittlerweile auch nicht mehr auf Instagram, aber wir können einfach so lange machen, wie wir wollen. Und dann könnt ihr später auch im Replay einfach diesen ganzen Technik-Schmarrn, die ersten 20 Minuten wegspulen. Ich glaube, das schreibe ich vielleicht noch mit dazu in der Intro und direkt mit den spannenden Dingen starten. Also, dann würde ich mal sagen, kommen wir schon fast zu einer unserer letzten Farben, nämlich Caput Mortuum. Die ist bei mir, ihr seht es hier, da angeordnet. Hier ist mein Lasur Umbra, das haben wir schon verwendet. Hier ist mein Caput Mortuum und ihr seht es auch hier schon bei meinem Color Chart, bei der Farbkarte. Caput Mortuum ist eine granulierende Farbe und ich kann euch nur sagen, Caput Mortuum ist die geilste Farbe ever und ich wusste, dass die in den Kasten muss, weil ich sie noch nirgendwo anders gesehen, benutzt und gekauft habe. Deswegen musste sie einfach rein und sie passt nur in den Herbst. Deswegen war es eigentlich klar, dass die mit dabei ist. Wobei ich ehrlicherweise noch erst überlegt hatte, Potter's Pink mit reinzunehmen. Auch ein sehr schön ähnlicher Farbton. Aber ich zeige es euch mal bei meinen Vorüberlegungen zu den Farben, die enthalten sind. Ich glaube, genau, das ist hier Potter's Pink. Habe ich dann eben gemerkt, dass wenn man Potter's, wenn man, hier sieht man es ganz gut, genau, das ist der Farbton. Wenn man Caput Mortuum einfach mit sehr viel Wasser mischt, ergibt sich fast der identische Farbton wie Potter's Pink, die 370. Deswegen dachte ich mir, na gut, ich nehme den Farbton, der mehr Pigmente hat. Und tatsächlich ist Caput Mortuum auch deckend und Potter's Pink nur lasierend. Das heißt, ihr erreicht mit Potter's Pink nie diese krasse Deckkraft wie mit Caput Mortuum. Und es ist immer leichter, von viel Pigmenten zu wenig Pigmenten zu gehen. Und deswegen war es klar, dass ich dann einfach die stärkere, die krassere Farbe, nämlich Caput Mortuum, in den Kasten packe, weil die könnt ihr immer jederzeit heller mischen. Ja, Caput Mortuum, ich male sie mal auf und dann sage ich noch ein paar Sachen dazu. Ich glaube, da gehen wir jetzt schon mal darüber auf die andere Seite, damit ihr alles noch gut erkennen könnt. Hier, so vielleicht. Ja, naja. Vielleicht lege ich mal, ich glaube, hier mittlerweile alles trocken, das einfach da drauf. Wenn man es nicht machen soll, aber dann könnt ihr es zumindest besser erkennen. Jawohl. So. Caput Mortuum. Es ist ein gruseliger Name für eine, naja, nicht gruselige Farbe, aber es ist eine sehr, 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 sehr interessante Farbe. Sagen wir mal so. Das ist sie. Caput Mortuum. Übrigens, nochmal hier, meine Fingernägel haben tatsächlich auch dieselbe Farbe. Seit 2 Wochen. Nicht geplant, aber Caput Mortuum ist auch auf meinen Fingernägeln. Zweiter Sätze zu diesem wirklich spannenden Farbton. Caput Mortuum heißt lateinisch Totenkopf, aber keine Sorge, es hat eigentlich mit dem Totenkopf als solches gar nichts zu tun. Caput Mortuum wird wirklich, muss ich kurz spitzen, ist ein mineralisches Pigment, was aus Eisenoxid gewonnen wird. Und zwar haben das irgendwann mal, könnt ihr bei Wikipedia alles nachlesen, super spannend, Alchemisten herausgefunden, als sie, ich glaube, Schwefelsäure abgebrannt haben, dass etwas übrig bleibt, was eben so in Wasser gelöst aussah wie dieser Farbton und haben das dann eben Caput Mortuum Totenkopf genannt. Es gibt viele, viele andere Begründungen für diesen wirklich spannenden Namen Caput Mortuum, auch ein paar gruselige Begründungen. Es gibt auch noch den Namen Morellensalz. Also anstelle von Caput Mortuum kann man auch Morellensalz sagen. Es ist auch oft als English Red bezeichnet, glaube ich. Das finde ich ziemlich unspannend und unspektakulär. Deswegen hört sich wie ein Harry Potter Zauberspruch an. Ja, das hat mir auch gedacht. Es ist so eine spannende Farbe und so eine schöne Farbe vor allen Dingen auch. Deswegen bin ich froh, dass ihr sie alle in euren Fall Editions mit drin habt. Ja, und eben wenn man Caput Mortuum sehr, sehr hell mischt, das ist eben das Spannende, ergibt sich ein wirklich, wirklich ganz, ganz toller. Schaut mal. Wenn das dann noch später auf dem Papier trocknet, nehme ich mal noch Wasser mit dazu, ist das 1 zu 1 Potter's Pink und ein ganz, ganz toller, fast schon zartrosa, bäriger Farbton. Weil an sich ist Caput Mortuum wirklich eher so ein violettstichiges Rot, wie auf meinen Fingernägeln eben auch. So ein bisschen wie Auberginen, aber bräunlicher. Aber wenn man es eben mit Wasser sehr gut mischt und auflöst, hat man einen ganz, ganz tollen, bärigen, hellbärigen Ton. Und mit Caput Mortuum malen wir jetzt mal ein Blatt, würde ich mal sagen. Ein richtig schönes, knalliges Blatt malen wir einfach mal.
Und da gehe ich jetzt zuallererst mal, das mache ich anders als sonst, wirklich in die Farbe rein und nehme mir viel Farbe auf meinen Pinsel und male mit dem dann die Outline des Blattes. Wir machen hier wirklich mal so ein, ich will jetzt nichts falsch sagen, so ein typisches Blatt, Herbstblatt. Ich habe es hier neben mir liegen, damit ich nichts falsch machen kann. Fange oben wieder an bei dem Strunk, einen dünnen Strunk. Und dann malen wir erstmal die Outline des Blattes. So. Und die hat hier auf der linken Seite hier und hier so ein, das kennt ihr bestimmt, diese Blattform. So. Und dann nehme ich meinen Pinsel und wasche ihn aus. Und dann male ich quasi den ganzen Bereich dazwischen mit Wasser aus. Und dann passiert nämlich Folgendes, das ist das Tolle. Dann sucht sich das Wasser so wirklich seinen Weg. Immer wieder auswaschen. Und die Mitte unseres Blattes wird automatisch ein Highlight. Es geht übrigens auch bei dem Canson Aquarellpapier, was aus 60% war, wird das noch ein Ticken besser. Das ist die eine Seite. Jetzt machen wir noch die andere Seite mit Kaputtmortun. Ganz genauso wieder einmal so. Das kommt dahin. So, ungefähr, würde ich mal sagen. Ja, auswaschen und den Rest mit Wasser ausmalen. Wirklich mit Wasser, Wasser, weil Kaputtmortum ist eine sehr, sehr deckende Farbe. Da habt ihr sehr viele Pigmente. Also achtet auch hier darauf, dass ihr nicht plötzlich so ein ganzes rotes Blatt habt, sondern wascht den Pinsel immer wieder aus. Nehmt mit dem Pinsel in der Mitte die Pigmente ab, so wie ich es euch vorhin gezeigt habe. Damit ihr am Ende das Ziel wirklich hier so ein Blatt habt, was in der Mitte schon eine, ja, eine Helligkeit besitzt von sich aus. Ein Eichelblatt, ja, ich glaube, es ist ein Eichelblatt. Ich nenne es einfach mal ein Herbstblatt. Wie gesagt, wenn ihr zu viel Pigmente habt, wascht den Pinsel aus, trocknet ihn ab und nehmt die Pigmente einfach wieder ab. Aber so schaut natürlich kein Herbstblatt aus, so platt. Und in einer farbigen Natur ist bunt, die Natur ist wild, deswegen könnt ihr hier wirklich zum Beispiel auch noch dunkelrot nachträglich mit eintupfen hier und da. Einfach so ein bisschen. Ihr könnt aber natürlich auch noch ja, Ziel und Natur mit eintupfen. Tupfen. Also so ein paar Ocker-Elemente. Denn so ein Herbstblatt ist ja wirklich, das schimmert ja in allen Farbtönen. Und solange die Farbfläche hier noch nass ist, könnt ihr hier wirklich überall was eintupfen. Ihr könnt auch mal einzelne Tupfen reinmachen. Ihr könnt sogar auch ein bisschen Grün mit reinbringen, von dem Olivgrün vielleicht. Hier und da. Und das vermischt sich dann alles am Ende wirklich zu so einem richtig schönen Herbstblatt, wenn das trocken ist. Aber bevor es trocken ist, will ich noch was ganz anderes Spannendes mit euch machen. Ich glaube, ich mache hier noch so ein paar rote Punkte rein. Da. Blätter haben nämlich auch oft so ein paar Punkte noch mit drin. Ah, ist ja orange. Macht auch nichts. Passt auch gut dazu. Denn was ihr Spannendes machen könnt, um wirklich so ein Herbstblatt noch mehr nach Herbst aussehen zu lassen, ist Folgendes. Eine Potter und eine Star Wars Edition. Ja, mal gucken. Ihr braucht dafür, also das Ziel ist jetzt wirklich hier in diesem noch relativ nassen oder feuchten Blatt auch die Blattadern einzuzeichnen, damit es einfach ein bisschen mehr an Plastizität gewinnt, ohne jetzt irgendwie nachträglich mehr Schatten einzeichnen zu wollen, weil das ist dann nicht mehr loose abstract. Ihr braucht entweder einen Pinsel, der hinten spitz zusammenläuft, das tun die Kumpinsel nicht, oder zum Beispiel unser Falzbein oder irgendein anderes Falzbein, um jetzt Folgendes zu machen, jetzt kommt der Gag, einfach hier nachträglich die Blattadern einzeichnen. Das könnt ihr natürlich immer wieder auf dem Papier dann auch sauber machen. Es ist ja nur Holz, unser Bambusfalzbein von Hahnemühle, also ihr könnt immer wieder sauber machen, aber ihr könnt hier wirklich mit diesem Falzbein dann in das feuchte Aquarellpapier die
Ja, die Blattadern einfügen und dadurch, dass ihr das Papier ja wirklich mit diesem Falzbein quasi eindrückt, das ist ja quasi wie Embossing, habt ihr hier einen tiefer liegenden Schatten erweckt. Und ihr seht, das finde ich das Geile daran, deswegen nehme ich das nur, bisher zumindest für Blätter, wie plastisch das ausschaut. Bleistift-Hinterseite, auch eine tolle Idee. Malermesser vielleicht auch. Also ich glaube, ihr habt da selber noch ganz viele Ideen, welche Tools ihr zu Hause habt, die, wenn ihr kein Falzbein habt, sich dafür eignen. Es muss spitz sein, es sollte nicht scharf sein, also kein Cutter oder sowas. Ihr wollt ja kein das Blatt nicht zerstören. Ihr wollt wirklich nur die Papierfasern reindrücken in das feuchte Baumwolle in dem Fall, in die feuchten Baumwollfasern, damit sich dieser tolle Effekt ergibt. Und ich finde ihn einfach wirklich einzigartig. Tube. Ja, Rückseite vom Pinsel, wie gesagt, es gibt da wirklich tausend Möglichkeiten. Ich habe hier jetzt gerade nichts anderes liegen, deswegen nehme ich mein Falzbein, um ja diese Nut da quasi rein zu fräsen. Ja, so viel dazu. Dann würde ich mal sagen, was wollte ich noch mit euch malen? Ich wollte noch ein großes Motiv mit euch malen. Oh ja, auf jeden Fall swatchen wir noch die Farben fertig, bevor wir noch ein gemeinsames kleines Motiv malen, würde ich mal sagen. Was ich an Farben noch vergessen hatte, wir haben die ganze erste Reihe durchgemalt, ist auf jeden Fall noch in der unteren Reihe Indigo. Dann hatten wir ja schon Sepia, Braun und auch Graphitgrau. Wir haben alles schon verwendet, bis auf Indigo. Und Indigo ist eine Farbe, die vielleicht im Herbst erstmal gar nicht so viel zu suchen hat, aber trotzdem viele, viele Möglichkeiten bietet und auch ja, doch bietet. Ich mache es mal jetzt hier mit hin. Ganz bewusst wasche den Pinsel nochmal aus. Weil Indigo ist ja auch eine super, super deckende Farbe. Mache hier mal so einen Farbfilm auf dem Indigo. So. Und da seht ihr schon, was ich euch nämlich auch zeigen wollte, wie wunderbar Indigo harmoniert mit diesem in Wasser gelösten Caput-Mortuum. Also Indigo ist eine Farbe, da habe ich jetzt nicht zuerst dran gedacht, spontan im Herbst, aber mir war klar, dass in einem der vier Kästen auf jeden Fall Indigo enthalten sein muss, weil Indigo so ein wunderbarer Farbton ist, den einfach jeder zu Hause besitzen muss. Und mein Ziel ist ja auch, dass ihr euch die vier Kästen kauft und dann einfach eigentlich nichts mehr braucht, wenn ihr komplett ausgestattet seid mit der Farbwelt. Und ganz ehrlich, Indigo, finde ich, passt nur in den Herbst. Das ist nichts Sommerliches, nichts Weihnachtliches, nichts Frühlinghaftes. Das ist für mich Herbst, weil warm und irgendwie doch kühl. Und es gibt sogar blaue Kürbisse, blaugraue Kürbisse, damit ihr damit malen könnt. Und wenn ihr keine Herbstmotive damit malt, wollte ich euch hier nochmal zeigen, wie wunderbar Indigo eben auch mit Caput-Mortuum harmoniert. Und ihr könnt zum Beispiel auch noch ein Siena Natur mit dazu malen. Mache ich jetzt mal hier mit dazu. Und dann seht ihr wirklich, was für eine wunderschöne Farbwelt sich da ergibt mit Indigo und Caput-Mortuum und Siena Natur. Also man kann ja generell mit den Kästen alles malen und auch wenn ihr keine Herbstmotive malt, ich werde es auf jeden Fall mal tun, Loose Watercolor Florals mit diesen drei Farben, weil die einfach so genial zusammenpassen. Ansonsten könnt ihr mit dem Indigo ja zum Beispiel auch Gummistiefel malen, Regenpfützen, Wasserpfützen, alles, was der Herbst noch so hergibt. Ich habe mir auch alles so aufgeschrieben, alle weiteren Motivideen, die es noch so gibt. Für Halloween natürlich auch vielleicht so Spinnennetze mit so ein bisschen Indigo noch andeuten, Socken, Mützen, Suppenfedern. Nicht Suppenfedern, sondern Federn von Tieren. Die gibt es auch ganz oft mit so schönem Indigo drin. Suppen könnt ihr malen und so weiter und so fort. Also ganz, ganz zauberhafte Farbe. Und ja, die Farbe, ne? Und Indigo gefällt euch auch. Passt auch zu einer sternklaren, kalten Winternacht. Das stimmt, aber im Winterkasten ist noch ein kälteres Blau für genau diese Zwecke drin enthalten. So viel darf ich schon mal verraten. Damit haben wir auf jeden Fall, ich glaube, alle Farben einmal benutzt, die Natural Fall Edition so bietet. Ihr habt gesehen, wie ihr auch alles in Kombination benutzen könnt. Und jetzt würde ich mal sagen, malen wir zu guter Letzt noch so ein kleines herbstliches Motiv, oder? So eine kleine Mini-Collage in 10 Minuten, damit wir auch nicht so arg überziehen, damit ihr noch so ein bisschen Inspiration habt, wie ihr jetzt alles, was ich hier so in Einzelteilen gemalt habe, zusammenfassen könnt. Also ihr seht sich hier nochmal die ganzen Farben. Graphitgrau fehlt noch. Graphitgrau haben wir noch gar nicht geswatcht.
Graphitgrau ist einfach, auch ich mal da unten mit hin zur Vollständigkeit, ein Farbton, den ich tatsächlich da auch wegen dem Namen mit in die Herbstkollektion mit reingenommen habe. Graphitgrau, Graphit passt für mich einfach in diesen auch kalten und tristen Herbst so ein bisschen. Ist ja keine Cozy Collection, sondern die Natural Fall Edition. Auch Steine, Grau. Ja, es gehört einfach irgendwie mit dazu und außerdem braucht es einfach in jedem Kasten auch einen Grau- oder Schwarz-Neutralton, mit dem ihr alle Farben mischen und auch abzünden könnt, aber zum Beispiel auch Details malen könnt, also bei einem Regenschirm oder irgendwie bei zum Beispiel, wenn ihr eine Tasse Tee malt, eine Tasse Glühwein malt, dann braucht ihr einen Grauton, mit dem ihr die Tassen malen könnt und wäre Graphitgrau nicht enthalten, müsstet ihr Sepia-Braun nehmen. Deswegen Graphitgrau, also das könnt ihr wirklich auch für viele, viele andere Dinge verwenden. Hat das so ein Tombow Blending Set? Ja, vielleicht gefällt es mir auch gerade deswegen so gut, Ingrid. So, wenn ihr ansonsten keine Fragen mehr habt, dann würde ich mal sagen, ich hole mal ein neues Blatt Papier und hier sieht es schon so bunt aus bei mir, ne? Da machen wir nochmal eine kleine herbstliche Collage einfach. Eine kleine, kleine Miniatur. Vielleicht male ich sie auch sogar einfach da unten hin. Ne, ich hole mir ein neues Papier. So viel Zeit muss noch sein. So. So. Und diesmal nehme ich nämlich das Kanson. Kanson Aquarell. Das ist, oh guck mal, so gut bin ich vorbereitet. Da haben wir noch alles von der Tropical Summer Edition. Gut, dass ich mein Falzbein habe. Wo gehe ich hier mein Blatt aus, um das einmal abzulösen. Da haben wir bei der Tropical Summer Edition jetzt schon so viel gemalt. Dafür übrigens das Falzbein, um die Blätter von dem Block zu lösen. Das war der Sommer. Jetzt kommt der Herbst. So. Also, ich habe mir gedacht, wir malen mal einen größeren Kürbis in die Mitte. Können wir auch in die Mitte malen. Oder ich male es vielleicht mal so als Motiv. Genau. Einen größeren Kürbis, um den Kürbis herum so ein paar herbstliche Motive, damit wir so eine kleine gesamte Collage einfach malen aus den einzelnen Motiven, die ich euch gezeigt habe. Für Schatten ist natürlich Graphitgrau auch super geeignet. Absolut, aber auch Indigo. Es gibt auch viele, viele Künstler, die blauen Schatten malen, einfach auch so einen kaltblauen Schatten. Habt ihr also zwei Möglichkeiten, um einen Schatten zu malen mit der Natural Fall Edition. Also, die Idee ist, dass wir, muss ich mal gucken, genau, so war die Idee, dass wir hier einen großen Kürbis in die Mitte setzen und ein paar herbstliche Blätter und vielleicht auch noch Kastanien und so weiter und so fort drumherum setzen, um so eine kleine herbstliche Collage zu machen. Ich fange einfach mal an. Wir können ganz entspannt mitmalen. Die Technik ist genau dieselbe wie auch bei den Einzelteilen gerade. Das heißt, wir starten jetzt erstmal mit dem Kürbis. Für den Kürbis jetzt mische ich schon so ein paar Farben mal. Voilà, fortgeschrittene Technik. Wie mache ich das, dass ich hier euch alles zeigen kann? Ich versuche das mal so. Hat auch vor allem gut funktioniert. So. So, für den Kürbis mische ich mir jetzt mal Lasur-Orange mit Lasur-Gelb. Damit ich einfach mein Orange so ein bisschen natürlicher abtöne mit dem Gelb. Und dann male ich hier mal erst einmal einen großen Kürbis in die Mitte. Beginne auch hier wieder mit dem Oval. Das habe ich hier auch schon natürlich in der Weißraum. Aber so ungefähr das Oval. Genau, das sollte es werden. Kann aber auch hier natürlich nochmal mit dem Lasur-Orange nachträglich ein bisschen eintupfen, um einfach hier auch schon so einen Spannungseffekt in den Farben des Kürbis zu haben und zu erzielen. Nach links werde ich heller, habe ich vorhin gesagt. Das heißt, jetzt kommt hier mein erster Halten und auf der linken Seite, da drücke ich auf den Pinsel, zu wenig Wasser, noch ein bisschen Wasser nachtanken. So, geht ein bisschen runter, mache noch einen Halbmond, den Pinsel wasche ich noch mal mehr aus und gehe dann wirklich von da oben auf der linken Seite bis nach unten, um hier mal meine grundsätzliche Kürbisform zu
zu malen und auszuarbeiten. So. Auf der anderen Seite genau das Gegenteil. Ich mische mir noch ein bisschen Lasurgelb und Lasurorange. Hier werde ich dunkler auf der anderen Seite mit meinen Halbmonden. Zu wenig Wasser haben, nehme ich nochmal mehr Wasser nach. So. Und male hier dann wirklich, so wie auch in dem kleinen Kürbisbeispiel davor, meine Halbmonde und ergänzt die so ein bisschen mit dran. Kann man auch da hinten so ein bisschen noch in die Flucht mit reinmalen. So. Genau. So, das schaut doch schon mal ganz gut aus. Als Grundkürbis. Ich trinke nicht vom Pindel, also das ist mein Schnaps da hinten. So, auch hier malen wir oben noch mit dem, jetzt nehme ich aber gleich mal das Siena Umbra. Siena Umbra? Lasur Umbra. Lasur Umbra. Oh, ich glaube, den Farbton haben wir vorhin gar nicht verwendet, oder? Diesen schönen Braunton. Und male hier oben jetzt mal meinen Strunk noch mit rein. In diesem Brauton wasche meinen Pinsel dann wieder aus. Um die linke Seite zu malen, damit ich hier einfach wirklich auch wieder diese Plastizität schaffe eben. Mit den natürlichen Farbverläufen von links nach rechts, von hell nach dunkel. Wenn sich hier sowas ergibt, dass hier irgendwas in irgendwas anderes reinbildet, ist das in der Loose Watercolor Technik überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil, es sieht immer sehr schön aus. Meistens, wie bei der Hagebutte in dem Negativbeispiel, wenn die Farben und die Farbflächen sich miteinander verbinden und hier so ein bisschen ineinander bluten. Es gibt den Ganzen auch so ein bisschen mehr Struktur noch. So, jetzt würde ich mal sagen, malen wir da vielleicht noch so einen kleinen erstmal Kastanien mit dazu. Jetzt haben wir schon einen schönen Kürbis gemalt. Jetzt würde ich mal sagen, ergänzen wir noch so ein bisschen Kastanien drumherum. Kastanien male ich jetzt auch mal mit derselben Farbe, nämlich mit dem Lasur Umbra. Und zwar male ich meine Kastanie, die male ich jetzt hier unten zum Beispiel mal hin. Genau. Zuallererst die Kastanie in der Mitte. Also ich möchte so eine Kastanie malen, die in der Mitte, die noch geschlossen ist, also wo die Kastanie nur rausspitzt in der Mitte. Ich habe leider keine da, meine sind schon braun. Die spitzt in der Mitte raus und ist aber noch umschlossen von diesem grünen, spitzeligen, pieksigen Kastanienkörper. Das heißt, ich male zuerst diesen kleinen braunen Schnitz in der Mitte und dann außenrum wirklich so das, was eigentlich die Kastanie an sich ist. Also wenn sie am Baum hängt zumindest noch. Das heißt, ich male jetzt hier mal und versuche so ein bisschen auch im Größenverhältnis zu bleiben, diesen kleinen Mini-Schlitz in Braun. Auch hier wieder auf einer Seite hell. Jetzt habe ich hier mal die andere Seite genau auf der anderen Seite dunkel. Um einfach natürliche Spannung zu schaffen. Und jetzt können wir schon, während es noch trocknet so ein bisschen, in unser Grün gehen. Dafür nehme ich jetzt mal das Olivgrün-Gelblich. Das passt nämlich sehr gut zu Kastanien. Ihr könnt es aber auch so ein bisschen mischen vielleicht mit dem Me and My Pretty Brain Kobaltgrün Tief. Das ist wirklich, freue ich mich, wenn ich mein Hirn wieder habe. Und dann könnt ihr hier schon an die Seiten mit ein bisschen Abstand ganz vorsichtig diesen Kastanienbauch auf der linken Seite malen. Dann nehme ich jetzt erstmal meinen Grünton komplett, wasche den Pinsel wieder aus. Und dann male ich hier das Ganze nochmal ein bisschen aus. Das ist auch wieder so ein Halbmond auf der Seite. So, auch hier kann man natürlich wieder so ein paar Blitzer lassen und dann kommt das Tolle in der Kastanie, die Piekser. Und die Piekser mache ich einfach nur, solange das noch nass ist, ganz wichtig, indem ich hier so ein bisschen einfach nur hin und her wackel quasi mit dem Pinsel, nicht mehr. Dasselbe auf der anderen Seite auch, aber hier nehme ich von Beginn an weniger Pigmente.
Und dann noch weniger auf der anderen Seite. Und auch hier male ich wieder meine pieksigen. Das findet Ben immer ganz schlimm, wenn er das Kastanien anpasst und dann so piekst. Die kleinen Piekser von der Kastanie. Und ihr seht, wenn das trocknet, ihr könnt dem Ganzen auch, solange es noch feucht ist, zum Beispiel in unserer Kastanienmitte noch ein bisschen Sepiabraun mitgeben. Noch so ein bisschen Tiefe zu schaffen. Hier, schaut mal. Ihr seht, wie schön die Kastanie aussieht in 0,nix. Also in wirklich weniger als, keine Ahnung, wie viele Sekunden haben wir hier eine Mini-Kastanie hingemalt neben unserem Kürbis für unser kleines Loose-Bouquet. Das ist eine Loose-Kastanie in 2 Minuten, glaube ich. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Was können wir noch dazu malen? Ich gucke mal gerade. Wir können jetzt auf jeden Fall noch ein paar Blätter dazu malen. Vielleicht malen wir hier noch so einen Strauch, der hier so rausgeht, aus Hagebutten mit dran und füllen dann den Rest einfach mit Blättern auf, damit es hier wirklich so ein lebendiges Bouquet ergibt. Jetzt würde ich mal sagen, machen wir hier so ein paar Hagebutten. Die müssen natürlich sehr klein sein. Ich nehme wieder mein Rot. Wasche es dann erstmal aus, damit ich eine helle Variante von dem Dunkelrot habe. Mein Kürbis ist, glaube ich, schon trocken, genau. Das heißt, ich kann hier meine Beeren einsetzen. In dieser hatten wir ja vorhin schon Beerenform. Jetzt mache ich mal hier eine und vielleicht hier noch eine. Das Schöne ist ja, mit diesen krummen Rundpinseln könnt ihr auch wirklich sehr, sehr kleine Flächen malen, obwohl es eine Sechsergröße ist. Das finde ich ja immer so schön. Weil die so spitz zulaufen, könnt ihr wirklich ganz toll auch ganz kleine Beeren einfach malen. So. Da noch eine kleine. Und vielleicht noch auf der anderen Seite, oder? Hier noch eine mit hin. So. Je schneller, desto besser, desto loser nehme ich auch. Das ist das Schöne. Dann nehmen wir gleich wieder den Pinsel und holen uns jetzt mal, jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir hier schon das Olivgrün-Gelblich genommen, nehmen wir vielleicht mal das, ja, sind wir vorhin gleich auch noch Perylen. Perylengrün können wir aber auch ein bisschen mischen. Das Perylengrün mit dem Grün 533. Kobaltgrün tief. Das Kobaltgrün tief und ich, obwohl es doppelt vorhanden ist, wir haben irgendwas miteinander. Und hier einen wirklich sehr schönen, dunklen, grünen, moosigen Ton erreichen. Und damit male ich jetzt wieder meine Blätter und auch meine Stiele so ganz vorsichtig. Versuche ich hier mal dazwischen zu kommen mit dem Rundpinsel und hier schon so ein bisschen anzudocken. Ich mache hier mal so einen sehr, sehr losen Hagebuttenzweig. Gucken da dann, dass die Blätter noch mit dazukommen. So. Und malen dann auch, solange es alles noch feucht ist, gleich die Blätter mit dazu. Genau. Eins. Gehen in das Olivgrün-Gelblich rein, um so ein bisschen auch eine andere Farbwelt mit reinzubringen. Das soll ja alles natürlich sein. Das haben wir jetzt mal noch da oben hin, hier. Und hier kann ich sogar über meinen Kürbis drüber gehen, weil ich mehr Pigmente genommen habe und das Ganze dann entsprechend deckt. Und dann machen wir doch hier noch ein Blatt mit dazu, da hinten. Lass mal nach unten gehen. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch ein paar Blätter zu unserer Hagebutte mit dazu gepackt. Hagebutten an sich wieder trocknen lassen, wenn auch noch nicht zu viel Rot drin ist, könnte ich hier noch ein bisschen Rot natürlich wieder nachträglich eintupfen, solange noch was feucht ist, sonst finden wir das nicht mehr. Und ansonsten warten wir, bis die trocken sind, bevor wir diese kleinen Nupsis noch mit dazu packen. Wir können aber jetzt noch natürlich so ein bisschen einfach das Ganze mit Grün füllen, damit es ein bisschen, ja, ein geschlosseneres Bouquet wird. Und dafür nehme ich jetzt auch mal auf jeden Fall eine Mischung. Ich nehme jetzt erstmal ein bisschen Sienna Natur. Ihr könnt das auch ein bisschen mit Rot mischen, damit wir hier wirklich so ein paar verschiedene herbstliche Farben bekommen.
Und Blätter meine ich ganz einfach, wie auch bei Loose Water Color Florals, immer indem ich hier wirklich einfach ansetze und dann hier zum Beispiel ein schönes Blatt noch mitmal. Also immer mit wenig Druck und viel Druck und wenig Druck könnt ihr hier überall noch schöne Blätter ergänzen. Hier unten auch zum Beispiel noch ein paar Blätter mit ergänzen. Damit wir einfach auf der linken Seite das ganze Bouquet so ein bisschen schließen. Aber natürlich könnt ihr auch noch dem Blatt ein bisschen Pep mitgeben, indem wir hier andere Farben mit reinbringen. Das ist ja genau der Herbst. Das haben wir vorhin auch bei den Einzelbeispielen gesehen. Der Herbst besteht ja eben aus sehr, sehr vielen Farben, sehr, sehr bunten Farben. Und genau deswegen machen wir das auch. Machen wir hier noch ein paar Blätter mit dazu. Auf Indigo verzichte ich jetzt mal, aber ich nehme, glaube ich, noch ein bisschen was von dem Olivgrün gelblich. Da oben mit dazu. Und hier einfach auch noch so ein bisschen eine andere Farbwelt mit reinzubringen. Genau. Und auf der anderen Seite auch. Als optisches Gleichgewicht, das nehmen wir da unten mal noch mit dazu. Hier noch so ein paar Blätter, damit wir einfach wirklich, ihr seht, das Bouquet zum Leben erwecken und schließen als Bouquet. Wenn die Erdbeeren noch nicht ganz trocken, da atmen wir mal ein bisschen, die Hagebutten trocken sind, könnt ihr wieder die Wipsis hinzufügen. Und ansonsten könnt ihr natürlich so viel in euer Bouquet hinzufügen, wie ihr noch möchtet. Ihr könnt noch mehr Kastanien hinzufügen. Aber ich wollte euch wirklich nur mal zeigen in diesem Livestream, wie leicht es ist, die einzelnen Motive damit zu gestalten und am Ende des Tages auch miteinander zu kombinieren in so ein Gesamtbouquet. Und ich würde mal sagen, das war's dann. Natürlich könnt ihr auch hier in dem kleinen Bouquet mit eurem, wie ich es irgendwo finde, Falz rein, immer noch in die einzelnen Blätter, so als kleinen Gag, solange sie noch nass sind, viele sind bei mir schon trocken, Blattader einzeln ist immer wirklich ein ganz schöner kleiner Kontrast und was natürlich auch noch fehlt, dass auch ein schöner Kontrast ist und die Hagebutten finde ich einfach auch wirklich erst zu den Hagebutten macht, sind diese Deckelchen, die aus wirklich ganz, ganz dunklen Schwarz stehen sollten. So. So. Das sind die Hagebutten. Davor waren es noch keine Hagebutten, finde ich. So. Und ich würde mal sagen, mit diesem kleinen herbstlichen Mini-Bouquet entlasse ich euch in diesen. Wo sind meine ganzen Reste? Hier in meinem Radius. In den Mittwochabend. Hier seht ihr nochmal, wie gesagt, so ein Gesamtbouquet. Da sind noch ein paar mehr Kürbisse, ein paar mehr Blätter. Das kostet ein bisschen mehr Zeit. Ihr könnt natürlich auch noch Pilze damit malen mit der Fall Edition. Ich glaube, ihr seid einfach maximal inspiriert, um jetzt selbst kreativ zu werden und ans Werk zu gehen. Solltet ihr irgendwas mit den Seasons Collections malen, egal mit welcher, taggt mich auf jeden Fall und Schminke, die freuen sich auch. Und auf jeden Fall mit dem Hashtag Frau Hanne Seasons Collection. Sehr wunderschön und wirklich so nach einem Jahr so eine ganze Inspirationssammlung aller vier Seasons Collections auf Instagram damit bilden können. Das würde mich wahnsinnig freuen. Und ich darf schon mal so viel verraten. Am 1.11. kommt die dritte Seasons Collection raus, nämlich die Magical Winter Edition. Die ist speziell. Die hat auch etwas, was alle anderen nicht haben. Und ich freue mich schon sehr, sehr, sehr darauf. Und vor allem auch auf die ganzen Motive damit. Dann sehen wir uns wieder spätestens dann. Es geht aber hier auf YouTube am Freitag im Morgen gleich weiter mit Stabilo und den Abstract Art Kunstwerken. Nächste Woche mit Tombow, allerdings auf dem Tombow-Kanal. Und mal gucken, wann wir uns wieder live sehen. Jetzt mittlerweile verstehe ich die Technik ja auch besser. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei geblieben seid. Vielen Dank an eure Geduld. Und sowieso vielen Dank, dass ihr die zahlreichen, immer mehr werdenden Frau Hölle-Produkte kauft, benutzt und wirklich so wertschätzt, wie ich sie auch entwickelt habe, nämlich ganz viel mit ganz viel Herz und Leidenschaft und Liebe zu den Pigmenten in dem Fall und auch den Produkten. Tausend, tausend Dank. Ich glaube, mehr wollte ich auch gar nicht mehr sagen.
Das Ganze bleibt gespeichert. Das heißt, ihr könnt es direkt im Anschluss nochmal anschauen. Habt noch einen wunderschönen Mittwochabend. Ich baue hier mal alles ab und wünsche euch noch einen wunderschönen Herbst. Und hoffe, ihr freut euch schon genauso so sehr auf den Winter wie ich. Ich tue es auf jeden Fall. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Natural Fall Edition. Und bis zum Winter, würde ich mal sagen. Tschüssi. So, jetzt muss ich es nur wieder auskriegen. Mal gucken, welche Knöpfchen ich hier drücken muss, um das Stream zu beenden. Ich sage schon mal Tschüss. Danke fürs Zuschauen.